Lassen Sie sich einfach überraschen. Ja, machen Sie es sich gemütlich und ich bin gleich bei Ihnen. Gut, wiederhören. Guten Morgen, Schwesterchen. Na, gut geschlafen? Geht so. Weißt du, was ich letzte Nacht geträumt habe? Was denn? Dass ich ein Kind bekommen habe von Felix. Oh, das war so süß, so winzig. Ich geh mal ins Bad. Ach, Emma, weißt du, ich wünschte, ich könnte jetzt bei dir sein, dich in den Arm nehmen und küssen. Rosalie, sag mal, hast du Shampoo dabei? Meins ist nämlich leer. Was machst du denn da mit meinem Handy? Mein Akku war leer, da habe ich schnell deins genommen. Aber ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Ich habe wohl versehentlich was gelöscht. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Ach, ich freue mich auf unsere gemeinsame Modenschau. Ja, ich auch. Das lenkt mich wenigstens ein bisschen von meinen Beziehungsproblemen ab. Aber was mache ich mir Sorgen? Es werden sich sowieso wieder alles ein. Felix hatte gestern bestimmt mal einen schlechten Tag. Danke. Der Läusel hat sich immer noch nicht gemeldet, obwohl er seit Stunden in Bangkok gelandet ist. Übers Handy kann ihn auch nicht erreichen. Sieh, der, wenn man stiften geht, mein lieber Schwan. Hotzweg, Sie sollten sich keine Sorgen machen. Tu ich aber. Ihr Mann ist niemand, der irgendwo verloren geht. Waren Sie schon mal in Thailand? Ihr Mann weiß, was er zu tun hat. Wenn Schwonheim finden und mit den 2 Millionen zurückkommen. Da warten an jeder Ecke Versuchungen ohne Ende. Und mein Läusel, das ist halt so ein Typ, der gerne mal ein bisschen nascht, wenn Sie wissen, was ich meine. Was, wie wär's mit einem Tässchen Kaffee? Ja, um Gottes Willen. Wollen Sie meine Nerven völlig ruinieren? Baldrian wäre recht. Nein, Melissentee, bitte. Ja, Christian, bitte einen Melissengeist. Melissentee. Selbstverständlich. Melissentee ist schon in Auftrag. Und wenn der Läusel jetzt an so einem Reiskernl, an so einer Thai-Mietzen hängen bleibt und er sieht ihn nicht wieder? Ah, das wird nicht passieren. Woher wollen Sie das wissen? Wir Männer lassen gerne unsere Augen schweifen, unsere Fantasie spazieren gehen. Sauber, sage. Ihr Mann liebt Sie und sein Bürgermeisteramt doch viel zu sehr. Und auf Ben wartet seine geliebte Emma. Also, die werden zurückkommen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Was weg, wir Männer sind doch ohne die Frau unseres Herzens nur noch die Hälfte wert. Wir gehen für sie durchs Feuer. Wir machen uns für sie zum Deppen. Dafür sind Sie ja das beste Beispiel, gell, Herr Saalfeld? Mr. Bateman, schön, Sie zu sehen. Frau Engel, das ging ja schnell. Hatten Sie eine gute Reise? Ach ja, der Flug war etwas holprig, die Stewardess schnippisch. Also eigentlich alles wie immer. Aber bei Princess Dirndl ist der Kunde noch König. Das ist unsere Designerin Emma Strobel. Freut mich sehr. Der neue Stern am Dirndl-Himmel, hm? Das wäre doch eine tolle Schlagzeile. Es tut mir leid, aber Rauchen ist am Fürstenhof leider untersagt. Bitte verraten Sie mich nicht, hm? Ich muss leider darauf bestehen. Allein schon wegen der Dirndl. Hard times for smokers. Gehen wir doch in den roten Salon. Da steigt heute Abend die große Modenschau. Ja. So. Hier gibt's noch so viel zu erledigen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Aber das muss jetzt warten. Herr Lüttiger, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Besten Dank.
Herr Sonnbichler, haben Sie Emma heute Morgen schon gesehen? Ja, natürlich. Die hat doch den Termin mit diesem Journalisten. Wieso? Gibt's ein Problem? Problem ist nicht der richtige Ausdruck. Sagen Sie, darf ich Sie was fragen? Natürlich. Als Sie und Ihre Frau sich kennengelernt haben. Ja? Sagen Sie, hat es da ein bisschen gedauert, bevor es so richtig gefunkt hat? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ich bin ja rumgelaufen wie ein Blinder. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich die Frau meines Lebens direkt vor der Nase habe. Danke. Morgen, Emma. Guten Morgen. Können wir kurz ins Büro? Ja. Ja. Alles in Ordnung? Das weiß ich noch nicht. Also, wenn das schon wieder dieser Bateman ist. Ich hab dich vermisst. Felix, wir müssen reden. Okay. Was hat dir Rosalie erzählt? Wenigstens du lässt dich erblicken. Hey Marie. Na, wie laufen die Vorbereitungen? Die Deko steht immer noch nicht ganz, aber dass sich weder Emma noch Rosalie blicken lassen, ich verstehe das nicht. Ja, und ich bin leider auch nur eingeschränkt einsatzfähig. Vielleicht könntest du mal in der Küche nach der Verpflegung für die Models fragen. Klar, kein Problem. Die ersten, die sitzen nämlich schon draußen auf der Terrasse. Mach ich doch gern. Und dann möchte ich mal zu gern wissen, wer im roten Salon geraucht hat. Vielleicht ist es von draußen reingezogen. Mm-mm. Heute Morgen habe ich im Restaurant einen Typen sitzen, der zündet sich einfach eine an. Ich weise ihn zurecht und er macht sie aus. Und? Ja, 2 Minuten später komme ich zurück, sitzt er schon wieder da und qualmt. Erwische ich den nochmal mit einer Zigarette, dann krrk. Du, wenn ich den sehe, dann schlag ich Alarm. Bis gleich. Sie hat behauptet, sie ist von sich ausgegangen, um sich eine kleine Auszeit zu nehmen? Genau. Nein, ich habe sie rausgeworfen. Was hätte sie denn für einen Grund gehabt, zu gehen? Was hat sie noch erzählt? Na, dass ihr euch eben gestritten habt. Ja, okay, das ist wahr. Und? Sie ist sich absolut sicher, dass sie zu dir zurückkehrt, wenn sich alles ein wenig beruhigt hat. Sie kann sich einbilden, was sie will, aber das wird nicht passieren, Emma. Mit Rosalie ist Schluss. Ein für alle Mal. Du hast Angst, dass ich nicht ernst mit dir meine, oder? Emma, hör zu. Du bist für mich das Kostbarste in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, bis ich das kapiert habe, aber das ist so. Ich habe auch Termine. Und die Veranstaltung? Die kann warten.